truly global gathering space for those committed to disability inclusion. With over 4,000 participants from all over the world, it is easy to forget to mention the backbone of global gatherings like these, namely trusted partner organizations such as Special Olympics Austria. So thank you, Special Olympics Austria, for organizing this valuable partner channel session. Therefore, without further ado, I wish you all well and look forward to seeing you online. Over to you, Thomas. Thank you, Raza. So hello and welcome at the Zero Conference. My name is Thomas Gruber, and I'm the Deputy Sports Director from Special Olympics Austria. And today I will lead through this session. It is a great honor for me and Special Olympics Austria to have the opportunity to organize an hour of content for the Zero Conference. Therefore, I will say thank you. For your information, all presentations will be held in German, but with English subtitles. The discussion and the moderation will be held in English. Thanks for your understanding. The title of this session is called Special Olympics Austria Through the Ages, and the opening speech from Marc Angelini will have an ideological part and the benefits of doing regular sport for people with IT. After this review, we will show how Special Olympics Austria deals with the subject of sport, employment and ICT. Therefore, we will present some actual experience reports, concepts and innovations. The first experience report will hold from Johanna Bramstaller and Emanuel Horvath. Both are athlete leaders from Special Olympics Austria. They will show us how the Special Olympics Austria athlete leaders goes online. The second presentation will be present from Lukas Kupfersberger and Anna Doppelhofer with the title Move On to Inclusion, a win-win situation, the chance of employees with ID for an organization. The third part will be a presentation from Martin Samonik and Thomas Jäger of a new concept called Sport Event Management Team from the Lebenshilfe Soziale Dienste GmbH. There will people with ID work as event manager at school sport events and Special Olympics competitions. The last presentation will be an innovation with the name Speech Less Inclusive. There, Florian Kohlberger-Hack will show how his tools give technical support for Special Olympics athletes at international events. After these presentations, there will be time for some questions from the audience. So enjoy the next hour. For the opening presentation, I'm glad to introduce Marc Angelini. He brought the idea of Special Olympics to Austria. Over the last 40 years, Marc was a pioneer to build structures that people with ID can do regular sport and that in the best way in an inclusive setting. He was until his retirement last year, the national director from Special Olympics Austria. Thanks, Marc, to be part of the Zero Conference. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste der ersten Zero Project Online-Konferenz. Mein Name ist Marc Angelini und ich bin seit 42 Jahren im Feld von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und Spruch tätig. Ich werde meine Einführung kurz und prägnant halten. Ich möchte eingangs die Vorteile, die Bewegung und Sport für unsere Zielgruppe haben, in 6 Sätzen skizzieren. Festigung der Lebensautonomie und dies in allen Bereichen des Lebens. Verbesserung der allgemeinen Arbeitshaltung. Erhöhung der Möglichkeit auf gesellschaftliche Inklusion. Verbreiterung der Freizeitmöglichkeiten. Stärkung des Gesundheitszustandes. Intensivierung der Persönlichkeitsentwicklung. All diese Fakten sind eng verbunden mit der positiven Entwicklung folgender Eigenschaften und Fähigkeiten. Selbstvertrauen, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Unabhängigkeit im Handeln, Selbstverwaltung, Selbstwertgefühl, Sozialkompetenz, Kreativität, Handlungsvermögen, soziale Mobilität und viele mehr. Was bedeuten all diese Aussagen für die verschiedenen Entwicklungsperioden von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung? Dass wir sie auf allen Abschnitten ihres Lebens mit hochkarätigen, aber angepassten Bewegungs- und Sporteinheiten begleiten sollten und dies im Sinne von Training for Life. Special Olympics hat spezifische Bewegungsprogramme für jedes Alter, für verschiedene Ausprägungsgrade von Personen mit intellektueller Beeinträchtigung, für Training und Wettbewerb
für traditionelle und Unified-Sportarten, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam trainieren. Das Ganze eingebunden in eine Reihe von unterstützenden Programmen, auf die ich kurz eingehen werde. Das Familienprogramm. Es ist ganz einfach wichtig, dass die nächsten Angehörigen Bescheid wissen, welche Bedeutung Bewegung, Spiel und Sport auf die Entwicklung ihrer Kinder haben. Nur dann können sie diese eine starke und vor allem kontinuierliche Unterstützung geben. An dieser Stelle möchte ich auch auf die Tatsache hinweisen, dass weitsichtige Arbeitgeber in der Privatindustrie ihren Arbeitnehmern im Rahmen der Arbeitszeit die Möglichkeit geben, Bewegung und Sport zu tätigen, weil sie darauf bedacht sind, den Gesundheitszustand ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu stärken, die Arbeitsmotivation zu erhöhen und den Teamgeist zu stabilisieren. Daher sollte auch unsere Zielgruppe in allen Abschnitten ihres Lebens den Zugang zu Bewegungseinheiten haben. Das Young Athletes Program. Es ist von großer Bedeutung, dass Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung so früh als möglich die Chancen erhalten, qualitativ hochwertige Bewegungsprogramme zu erleben, um somit ihre körperlichen und mentalen Fähigkeiten optimal entwickeln zu können. Die Schulprogramme. Der gemeinsame Unterricht von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung bringt für beide Seiten Vorteile. Sie lernen voneinander, sie verbessern ihr soziales Verständnis, sie verändern Einstellungen, sie erreichen eine höhere Lebenszufriedenheit, sie werden in die Lage versetzt, ganz spezielle Gemeinschaften aufzubauen. Diese frühe Inklusion in der Schule ist auch der Beginn einer ganz besonderen Lebenseinstellung. Wenn all diese Kinder ohne intellektuelle Beeinträchtigung erwachsen sind, werden einige von ihnen wichtige Positionen in Politik und in der Wirtschaft bekleiden. Und sie haben dann ein anderes Gespür, ein besseres Verständnis für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und ihre Herausforderung und werden dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen für ihre ehemaligen Schul- und Sportkollegen treffen, zum Beispiel bei einer Jobbewerbung. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass Österreich weltweit eines der besten inklusiven Schulprogramme hat und dies natürlich auch im Sport. Die Gesundheitsprogramme. Gesunde Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung haben mehr Möglichkeiten im Arbeits- und Bildungssektor zu bestehen, finden vermehrt Wege zur gesellschaftlichen Teilnahme. Kurze Bemerkungen, Bewegungen und Sport ist ein wichtiger Faktor, um ein gesundes und erfülltes Leben führen zu können. Special Olympics hat weltweit die größten Datensammlungen bezüglich des Gesundheitsstatus von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung und das Ziel ist, eine verbesserte Gesundheitspolitik für die Zielgruppe zu erreichen und dies wenn möglich in jedem Land. Die Selbstvertretungsprogramme. Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung sollten die Möglichkeit erhalten, für sich selbst zu sprechen. Es ist wichtig, dass sie lernen, ihre Gefühle, ihre Anliegen, ihre Bedenken zu äußern, dass sie sagen können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Dies wird ihnen helfen, bei ihren Mitschülern und Schülerinnen, bei ihren Arbeitskolleginnen und Kolleginnen, bei Ämtern, bei Unified-Partnern und Partnerinnen im Sport, bei Verwandten und Freunden auf mehr Verständnis zu stoßen. Spezielle Bemerkungen zum Inklusionssport und zu sportlichen Bewerben. Im Unified-Sport, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen trainieren oder im Wettbewerb antreten, gibt es zwei große Säulen, eine sportliche und eine soziale. Zusammen in der Turnhalle, am Fußballfeld oder Tennisfeld zu stehen, bedeutet, gegenseitige Sympathien und Verständnis aufzubauen, miteinander zu reden, offener und sensibler für den anderen zu werden. Also eine kleine Insel zu bilden, wo man sich über den Sport hinaus versteht und eventuell in Fragen bezüglich Herausforderungen am Arbeitsplatz. Viele Sportverbände und Vereine, die Special Olympics Athleten und Athletinnen aufgenommen haben, sagen uns, dass sie seit deren Aufnahme ein besseres soziales Verständnis und Gefühl entwickelt haben in ihrer gesamten Gemeinschaft. Dies sind großartige Aussagen. Bei großen Sportveranstaltungen werden stets Hunderte an freiwilligen Helfer und Helferinnen benötigt. Österreich hat in den letzten 10 Jahren ca. 9.000 Personen rekrutiert
und ausgebildet. Daneben gibt es jeweils Hunderte von Zuschauern. Alles Menschen, die eine bestimmte Zeit mit unseren Sportler und Sportlerinnen verbunden sind. Alles Menschen, die von der Lebensfreude unserer Sportler und Sportlerinnen berührt sein werden. Alles Menschen, die von ihrer sozialen und sportlichen Kompetenz begeistert sein werden. Alles Menschen, die diesen fairen Sportgeist anerkennen werden. Alles Menschen, die fortan Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung mehr Lebenschancen geben werden und dies außerhalb der Welt des Sports. Sport hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit, auf die Entwicklung der mentalen und physischen Eigenschaften, auf das soziale Aktionspotenzial. Und daher vermittelt Sport einem jeden mehr und bessere Lebenschancen. Für alle leitenden politischen Instanzen, soziale Organisationen, Schulen, Personen, die für die Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zuständig sind und noch keine Bewegungseinheiten in ihren Programmen implementiert haben, empfehle ich, bitte setzt auf Bewegung und Sport und ihr werdet in einem noch ungeahnten Maße die Lebenschancen für diese wunderbaren Menschen erhöhen. Mark, thank you very much for those words. So now we will show a short overview from the beginnings from Special Olympics Austria until now. And therefore I have some questions, Mark. So Mark, what are the most remarkable changes in the last 40 years of Special Olympics Austria? Thomas, thank you for that question. I will give you an answer and in figures. In 1987, we had about 100 athletes. Now we are reaching 11,000 athletes. 2,700 with a license, that means they are competing and they are training. 7,000 who are following our programs and 1,800 in schools. I think this is very remarkable. In 1987, we had seven different kind of sports. Today, we have 32 sports that we are covering. In 1987, we had 10 volunteers. Now, only for our national games, we are in between 600 and 1,300 volunteers. As it was already mentioned, we have educated more than 9,000 volunteers in the last 10 years. And then the events, we had one up to two regional events in the 80s. Now we have about 100. And belonging to the trainings, we had five trainings in 1987. Now we have about 240. I think these are remarkable figures. And they are showing the progress of Special Olympics in Austria. Max, thank you. These numbers, they sound really great, but what would you say about the actual situation about inclusion and the change for people with ID to do sports? You know, Thomas, when I see all these enthusiastic young coaches who are so dedicated to our athletes, when I see more and more institutions who are implementing and schools who are implementing a sport and motion for persons with intellectual disability, when I see all these sport clubs and federations who are opening their doors for our athletes, when I see all these dedicated sponsors and donors who are proud to support our wonderful athletes, and Thomas, when I see you and your colleagues, a young group together with our sports speakers, where I'm convinced that you will do better than we have ever done, I'm absolutely convinced that we will achieve in covering all the legs that are still there. And yes, I'm very motivated what belongs the future of Special Olympics in Austria. Mark, thanks for those words. And Mark, thanks for your commitment over the last 40 years. I think without your work, Special Olympics Austria would actually not be at this level. And of course, inclusion in the field of sport would be not on this level in Austria. And Mark, thanks for your great work over the last 40 years for people with ID and of course for the society in general. Without such pioneers like you, the
the world would be not so diverse as she actually is. And for this, thank you. And hopefully we can fill in your footsteps and make such a great job like you. Thank you, Mark. You will do, I'm sure. Thank you. Thank you, Mark. So, and now we will show how Special Olympics Austria deals with the subjects of sport, employment, and ICT. And therefore, I introduce Johanna Bramstaller and Emanuel Horvath. Johanna and Emanuel are athlete leaders from Special Olympics Austria. The athlete leaders are self-representatives of Special Olympics athletes and represent their issues in the organization. Mein Name ist Johanna Bramstaller, ich bin Sportsprecher von Österreich und von Vorarlberg. Und meine Sportarten sind Schwimmer, Golf und Skifahren. Die Aufgaben der Sportsprecher sind, zweimal im Jahr Sportsprechersitzung in ganz Österreich zu organisieren, Sportlerstammtische im jeweiligen Bundesland zu organisieren. Dann ist noch BLK-Sitzungen daran teilzunehmen, bei den Trainersitzungen teilzunehmen und persönliche Gespräche mit Sportlerinnen und Eltern umzusetzen und das im Vorstand weiterzubringen. Es gibt in jedem Bundesland zwei Sportsprecher. Gesamt in ganz Österreich 18 Sportsprecher. Bei Special Olympics Österreich sitzen noch zwei Sportsprecher mit im Vorstand. Das ist sitzen noch zwei Sportsprecher mit im Vorstand. Das ist Silvia Rattenböck und Johanna Bramstaller. Die Herausforderung in der Arbeit als Sportsprecher ist, dass Österreich ein kleines Land ist und die Entfernung sehr groß. Ich wohne im Westen Vorarlbergs und mein Kollege Emanuel wohnt im Osten von Österreich, im Burgenland. Wann ich zu ihm fahren möchte, wären es 7 Stunden. Hoi, der Mann Emanuel lütet mich gerade an. Hi Emanuel. Hallo Johanna, wie geht's? Achtung, wir sind gerade noch bei der Zero-Konferenz. Mein Name ist Emanuel Horvath, Sportsprecher vom Burgenland. Und wie geht's? Mir geht's gut, danke. Hi Emanuel, die erste Sportsprechersitzung hat ja mir so kurzfristig abgesagt worden. Wie war's für dich? Zuerst war es sehr traurig, weil wir es leider absagen haben müssen. Okay, und wie war der Versuch, als wir es online machten? Eigentlich eh gut. Habe mich gefreut, dass wir es machen können. So. Was waren die
die Hürden für die Sportsprecher? Die Hürden, in diese Pyramide. Also die Hürden waren, dass wir alle in diese E-Mail über Internet einhaben können und dann einen Zugang dazu haben und eine, das stattfinden können. Okay, und wie war die Umsetzung in diesem Online-Meeting bei den Sportsprechern? Eigentlich eh gut. Hat funktioniert mit der Internet. Und hat es dir gefallen? Schon, hat mir sehr gefallen, ja. Und was würdest du für 2021 dir wünschen für die Sportsprecher? Dass wir wieder eine Konferenz persönlich machen können. Das wünsche ich mir auch. Danke, Manuel. Emanuel. Nee. Nächstes Jahr war nicht sehr perfektes Jahr. Ich habe sehr viel dazugelernt und ein Projekt mitgemacht. Und ein paar Beispiele dazu. Ich habe letztes Jahr bei einem Projekt von Youth Leader teilgenommen von Special Olympics Europa. Und dieses Projekt war sehr nur auf Englisch, aber Sebastian, mein Mentor, hat mir dabei geholfen übersetzen. Ich habe auch ein anderes Projekt teilgenommen, ein Erasmus-Projekt von der EU und ausschließlich über Skype-Konferenzen beschlossen worden. Und Johanna, was hast du letztes Jahr so gemacht? Ich war beim ersten Übungsleiter in Vorarlberg dabei. Sportsprecher. Dass wir wieder eine Konferenz persönlich machen können. Das wünsche ich mir auch. Danke, Manuel, Emanuel. Dankeschön. Nächstes Jahr war nicht sehr perfektes Jahr. Ich habe sehr viel dazugelernt und ein Projekt mitgemacht. Und ein paar Beispiele dazu. Ich habe letztes Jahr bei einem Projekt von Youth Leader teilgenommen von Special Olympics Europa. Und dieses Projekt war nur auf Englisch. Aber Sebastian, mein Mentor, hat mir dabei geholfen übersetzen. Ich habe auch ein anderes Projekt teilgenommen, an Erasmus-Projekt von der EU und ausschließlich über Skype-Konferenzen beschlossen haben. Und Johanna, was hast du letztes Jahr so gemacht? Ich war beim ersten Übungsleiter in Vorarlberg dabei für Special Olympics. Das ist eine Trainerausbildung. Und dabei wurde eine Stunde lang über online eine Praxis durchgeführt. Ich bin Mitorganisator bei der Weltspiele von Berlin 2023. Dabei haben wir bei der Sportsprecher-Online-Sitzung die Sportsprecher angefragt, was sie sich für die Wünsche, Anregungen und Ideen haben für 2023. Und dabei hat das ganz super funktioniert und sie haben das toll gemacht. Und wir, wenn es sowas gibt, machen wir jetzt für das nächste Jahr immer mehr derartige kurze Online-Sitzungen. Nächstes Online Best Practice war bei einem Golftraining für die Grazer und ich als Vorarlberger mit dabei. Und das sind knapp 600 Kilometer auf Graz und es
war ein lustiges Online-Golftraining und wir haben Spaß dabei gehabt. Hallo Jan, kannst du dich noch erinnern an die Videos zu Weihnachten? Ja klar, da haben wir Weihnachtsvideos zum Adventskalender gemacht. Wie hat das eigentlich funktioniert mit den Weihnachtsvideos? Wie ist das stattgefunden? Ja, jeder Sportsprecher und OBLK, so Mitarbeiter, haben ein Weihnachtsvideo gemacht und jeder Tag war irgendjemand im Adventskalender drin. Dabei hat man uns Sportsprecher gezeigt, dass es uns gibt. Ich bin Alfred Holzl, ich bin Sportpräsident des Sportpräsidenten von Tirol. Wir haben gerade eine schwere Zeit. Wir sind Präsidenten in der Sportpräsidenten. Wir helfen uns gegenseitig und halten zusammen. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachten, ein schönes Western. Und hoffen wir sehen uns wieder. Eigentlich funktioniert das Arbeiten mit den Online-Konferenzen eigentlich gut. Ja, das tät ich auch sagen. Es funktioniert super, aber ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich mich auch, ja. Danke, Emanuel. Ja, Emanuel, wir stellen wir uns die nächste Zukunft vor und was können wir von 2020 mit ins neue Jahr nehmen? Also die Zukunft sieht so aus, dass zweimal im Jahr Online-Sitzungen gibt. Ja. Das ist ja gut, aber ich würde mir wünschen, dass zweimal im Jahr Sportsprecher persönlich sich treffen. Ja, und am Sportplatz treffen können, wenn es auch keine Trainings gibt, auch online zusammen, kurzfristig zusammentreffen könnten. Ja, ich finde das eine gute Idee, Emanuel. Ich auch, ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir Sportsprecher sehen zuversichtlich in die Zukunft und wir hoffen eine bessere Zukunftszusammenarbeit. Dankeschön. Dankeschön. Johanna and Emanuel, thanks a lot for sharing with us this great presentation. And thanks to show us how you can deal such a situation like COVID and that in a positive way. Thanks for your great work and all the best for your future work as athlete leaders. So the next presentation will be move on to inclusion, a win-win situation, the chance of employees with ID for an organization. And therefore I introduce Lukas Kupfersberger, who is Special Olympics athlete and employee for the project Move On to Inclusion. He and her colleague Anna Doppelhofer will present how an organization like the Lebenshilfe can have benefits if they gave people with ID the chance to work as consultant. Ja, hallo Anna, herzlich willkommen zur Zero Conference. Gute Frage, ihr seid eigentlich zu zweit, wo ist denn der Lukas? Ich weiß noch, wo er ist, denn der ist, würde jetzt für Ort und vielleicht kommt er kurz später. Okay, ich schaue mal kurz. Ah ja, er hat mir geschrieben, er muss noch arbeiten und kommt in 5 Minuten. Okay, es ist jetzt so schlecht, weil wir sind ja live und wir können jetzt nichts beschieben. Jetzt werden wir aber die Zeit nutzen. Magst du vielleicht kurz das Projekt Move On to Inclusion vorstellen? Also Move On to Inclusion ist ein Projekt, wo Sportvereine und Menschen mit Behinderungen einfach zusammengeführt werden und wir unterstützen das in unserem Projekt. Wir informieren Personen bzw. unterstützen auch kleine Projektideen und geben dem Ganzen einfach Unterstützung und eine Basis für einen guten Start. Also prinzipiell geht es einfach darum, Menschen mit Behinderungen und Sportvereine zusammenzuführen im Sinne der Inklusion. Okay, super. Also ihr seid quasi die Ansprechperson, die Schnittstelle für Sportler mit einer Beeinträchtigung und Vereine, dass man einfach gut zusammenfindet. Genau, ja. Super. Und heute geht es ja eigentlich um Lukas. Ja. Lukas ist ja ein Mitarbeiter mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Ja. Magst du kurz erzählen, wie das so ist bei eurem Projekt, mit dem Lukas, also die Zusammenarbeit? Also die Idee dass wir den Lukas irgendwie ins Projekt hereinholen, war einfach, dass wir
natürlich die Sicht von einem Sportler und von einem Sport, also von einem Sportler einfach mit reinnehmen wollten. Und der Lukas ist für uns sozusagen eine Schnittstelle zwischen Sportler, Trainerinnen und Vereine. Also der kann das einfach am besten erklären, wie es ist, mit der Beeinträchtigung Sport zu machen und wie es einfach ist, in einem inklusiven Setting Sport zu treiben. Ja. Also kann man sagen, dass aus deiner Sicht etwas super ist, wenn jetzt da eine Person mit einer intellektuellen Beeinträchtigung bei solchen Projekten quasi im ersten Arbeitsmarkt auch in Beratungstätigkeit mit dabei sind? Auf jeden Fall. Also wir haben im Projekt von Lukas nur profitiert. Er hat da wirklich super mitgearbeitet und hat uns so viele Sichtweisen und Blickwinkel eröffnet, die wir teilweise gar nicht bedacht haben. Ja? Also ist es wirklich ein super Mehrwert gewesen für das Projekt. Also kann man sagen, es ist eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall, ja. Super. Also, perfekt. Jetzt hoffen wir, dass er bald auftaucht. Ja. Hallo, ah, super. Es tut mir so leid, ich habe noch eine Fahrt machen müssen. Okay. Also stimmt, du bist ja Fahrradkurier. Und jetzt in Corona-Zeiten hast du wahrscheinlich ziemlich viel zu tun. Ja. Lukas, bitte nimm Platz. Diana hat die Zeit gut überbrückt. So, Lukas, danke, dass du es geschafft hast. Kurz durchschnaufen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Super. Wir haben die Anatomie schon erklärt, wie und was das Projekt Move on to Inclusion ist und dass du da Mitarbeiter bist. Ja. Ja, jetzt würde mich aus deiner Sicht interessieren, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt da als Sportler, du bist ja Special Olympic Sportler, das bedeutet, ja, du hast jetzt eine intellektuelle Beeinträchtigung, dass du jetzt da dazugekommen bist, dass du da bei dem Projekt mitarbeitest. Ja, ich habe schon früher Fußball gespielt mit Anna und sie hat mich dann einmal angerufen und hat mich gefragt, ob ich bei einem Projekt mitmachen will. Und ich habe einfach ja gesagt, weil das Thema mich einfach interessiert hat. Okay, Anna, und was hat dir dazu bewegt, den Lukas zum Anrufen? Weil in der Fußballmannschaft sind ja normalerweise mehrere Sportler, was und ob du jeden durchtelefoniert hast? Nein, ich habe nicht jeden durchtelefoniert. Das war schon ausgewählt von mir, weil ich einfach bei Fußballspielen in der Mannschaft A einfach gesehen habe, dass der Lukas wirklich immer zwischen den Sportlern und den Trainerinnen oder zwischen uns einfach so ein Sprachrohr war für entweder Trainer oder Sportler. Und das war schon gut ausgewählt von mir und genau, das passt gut für das Projekt. Und, ja. Das hört sich schon mal großartig an. Was sagst du dazu, Lukas? Wie hast du bei so einem Projekt einbringen können? Ich habe die Sichtweise von einem Sportler in das Projekt eingebracht. Okay, also du warst quasi die Ansprechperson für die Vereine. Wenn sie gesagt haben, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit der Person mit einer Beeinträchtigung? Hast du gesagt, ich greife dazu, wie das ist, überhaupt kein Problem, oder wie war das? Ja, genau so war das. Zum Beispiel Volleyball habe ich noch nie gespielt vorher. Und jetzt taugt es mir total, das Volleyball spielen. Okay, also hast du beim Volleyballverein erst Kontakt mit aufgestellt? Ja. Ja, super. Cool, super. Dann hätte ich noch eine zweite Frage, oder besser gesagt eine dritte. Wie ist es eigentlich so als Mitarbeiter beim Heu? Total cool, ich liebe es. Und auch das ganze Projekt voranzutreiben. Okay, also du lebst quasi im Sinne der Inklusion. Genau. Super. So, Lukas, das würde mich interessieren, bei was für Projekten, dass du da jetzt da wirklich mitgearbeitet hast. Na, wir haben da ein paar Fotos mitgenommen. Das ist schon die Kick-Off-Präsentation gewesen. Was haben wir da genau gemacht oder was war da so dein Part drin? Da haben wir das war mein erster Projekttag und da haben wir die ganzen Geldgeber eingeladen und ein Showmatch gespielt. Super, also das war die große Vorstellung vom Projekt. Genau. Und hast du gleich gesprochen vom ganzen Publikum? Ja, genau. Hier. Super, das ist eine richtige coole Geschichte. Ah, das ist schon lange her, kannst du dich da erinnern? Das waren so die ersten Schritte. Da waren wir, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, nicht so gut. Da waren wir in der Shopping City Salzburg, Anna.
und haben das dem öffentlichen Publikum als erstes gezeigt. Okay, cool. Also es ist jetzt wirklich in Großveranstaltung, also in den öffentlichen Raum gegangen und habe es alle konfrontiert mit dem Projekt Move on to Inclusion. Das finde ich eine super Idee. Genau, da waren wir mit der FH unterwegs, beziehungsweise die FH haben wir begleitet bei Bachelorarbeiten. Kannst du da kurz erzählen? Da haben wir geholfen, den Bachelor-Aspiranten ihr Projekt ein bisschen, da haben wir ihnen Tipps gegeben, wie sie ihre Bachelorarbeit besser machen kann. Also, sie haben eigentlich von uns geschrieben, oder? Ja. Also sie haben über eigene Projekte, also über eigene inklusiven Projekte haben sie quasi an ihre Bachelorarbeiten geschrieben. Ja, genau. Also Bachelor, cool. Ich glaube, das ist auch ein großes Hobby von dir, oder? Ja, Volleyball spielen ist ein sehr, sehr großes Hobby von mir. Mache ich auch sehr gerne. Und da sind wir auch zu zwei Turnieren schon eingeladen worden. Und macht mir sehr viel Spaß. Super. Aber was ich weiß, ist, dass ihr eine Unified-Mannschaft, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenspielen. Wie ist das hergegangen, dass man da startet? Hast du deine Finger drinnen gehabt? Ja, da habe ich auch meine Finger drinnen. Ja, super, cool. Ja, wenn ihr das hier auf dem linken Foto, zwei Personen auf dem rechten, ja, 15, hat sich ziemlich was getan, finde ich super. Super. Auf dem Foto sehen wir, da sind wir eingeladen gewesen bei UBI, beim Basketball. Kannst du da kurz erzählen, was wir da gemacht haben? Und auf dem rechten Foto sehen wir die Special Olympics Mannschaft. Bei der UBI-Einladung, UBI ist ein reiner Damenverein, haben wir Körbe auf einen Korb geworfen und bei den Special Olympics, da haben wir gegen eine Mädelsmannschaft gespielt. Okay, also so ein inklusives, ja, wie soll man sagen, so ein inklusives Match gemacht. Ja, genau. Cool. Genau. Da sehen wir die Special Blackies. Kannst du mal sagen, wie es dazu gekommen ist oder wie die entstanden sind? Wir haben einen österreichischen Fußballclub gefunden, der mit uns kooperieren möchte, also hat mit uns kooperiert und dadurch sind die Special Blackies entstanden. Okay, also seid ihr zwar schuld, dass jetzt bei Sturm Graz eine Special Olympics Mannschaft? Ja, genau. Herumläuft. Das waren wir. Super. Genau, und in diesem Setting haben wir auch mit der Damenmannschaft kooperiert, oder? Ja. Wie war das? Das war sehr cool. Wie gesagt, wir haben da mit der Damenmannschaft trainiert und die Mädels sind alle total nett. Okay, cool. Also du hast versucht, dass die Special Blackies, also die Special Olympics Mannschaft für Sturm mit der Damenmannschaft, dass sie die einfach einmal zusammenkommen. Ah, das ist dein nächstes Hobby. Kannst du mir von dem erzählen? Das war eine Kooperation mit einem Golfclub in Österreich, wo wir auch trainieren haben dürfen. Und ja, wie die Anna schon gesagt hat, ist einer meiner größten Hobbys. Super. Also du verbindest immer Hobby mit Beruf oder Berufung. Das ist super. Das finde ich, ja, das ist, macht Sinn. Das muss man merken. Genau, dann haben wir immer wieder inklusive Trainings. Kannst du kurz erzählen, was wir da für Fotos sehen oder was da passiert ist? Wir haben auch öfters ausländische Gäste, wo wir Trainings mit ihnen veranstalten und auch mit ihnen durchführen. Super. Also präsentiert, wie in Österreich Inklusion gelebt wird, einfach geil bei einem inklusiven Training. Ja. Ein großes Projekt, das wir jetzt auch wieder Jahr für Jahr machen, ist Torchance. Was machst du da genau? Ich bin einer von vier Trainern und wir trainieren mit Kindern. Super. Also sind das so Sommerfußball-Camps? Ja. Okay, die Schätze sind auch inklusiv? Ja, genau. Okay, cool. Ja, und ein Projekt von vielen, also es gibt sehr viele Projekte, haben wir auch noch mitgenommen, wie der Heimkicker, ein Foto von denen. Was passiert da oder was haben wir da auch gemacht? Der Heimkicker
Sticker sind, ist eine Kooperation mit, Wohnhäusern in Graz, wo wir hinkommen und mit den Bewohnern Fußball spielen. Super, also bringt sie quasi den Sport direkt zu den Wohnhäusern. Direkt nach Hause, ja, genau. Super. Ja, dann sage ich danke für die Präsentation. Das ist ja ziemlich umfangreich. Wie lange machst du das? Die letzten 10 Jahre? Die letzten 3 Jahre. Die letzten 3 Jahre? Ja. Das ist ja ziemlich erfolgreich unterwegs. Das, dass das nur ein kurzer Ausschnitt war. Ja. Also möchte ich mich bedanken, dass ihr da das Projekt Move on Inclusion vorgestellt habt. Und vor allem bei dir, Lukas, möchte ich mich bedanken, dass du ein bisschen einen Einblick gegeben hast, wie eigentlich Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung bei so einem Projekt mitarbeiten können. Und wie man sieht, profitiert jeder davon. Nicht nur du, sondern auch die Organisation und die Vereine, weil es einfach ja, anscheinend super funktioniert. Aber was ich jetzt gehört habe von den anderen, die Vorgespräche, durch das Projekt hat sich für dich einiges getan, stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe einen neuen Job gefunden, nämlich als Fahrradkurier in Graz. Wilderblitz heißt die Firma und wir führen Sachen von A nach B. Also bist du Fahrradkurier zusätzlich? Ich bin Fahrradkurier auch noch zusätzlich. Ja. Super, dann bist du mal, ist man ziemlich sportlich unterwegs. Ja, ich bin sehr sportlich unterwegs. Ich fahre pro Schicht 50 Kilometer. 50 Kilometer? 50 Kilometer. Gut ab, super. Cool. Dann danke nochmal. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit, Lukas, falls noch Fragen vom Publikum kommen und du musst nicht schon wieder aufs Rad. Ja, dann möchte ich danke sagen bei euch zwei und dann übergebe ich wieder. So, Lukas and Anna, thank you very much for sharing these great examples of how employee with and without ID can be work as a really strong team and of course a successful team. Hopefully there will be more such constellations like yours in the future. So the next presentation is linked to the last one. Move on to inclusion was the start. And now Martin Samonik and Thomas Jäger will present us the evolution of Move on to Inclusion and show us the concept of an event management team with people with ID to support school sport events and Special Olympics competitions. Ich darf hier das Sport- und Veranstaltungsmanagement neu vorstellen und dazu begrüßen wir zwei sehr wesentliche Personen für dieses Projekt. Das ist einerseits Martin Samonik, Bereichsleiter der Lebenshilfe und Soziale Dienste GmbH, dem Projektträger dieses Projekts. Und andererseits ist es Thomas Gruber, der stellvertretende Sportdirektor von Special Olympics Österreich, der aber nicht nur in dieser Funktion, sondern auch durch seine Vergangenheit und auch Gegenwart bei MOE direkt involviert ist. Und wenn wir uns jetzt dem Hintergrund oder der Geschichte dieses Projekts widmen, Martin, wie sieht die Vorgeschichte des Sport- und Veranstaltungsmanagements MOE aus? Im Rahmen des Projektes Move on to Inclusion wurde 2017 ein Inklusionsleitfaden erarbeitet. In dem Leitfaden ist ein 5-Stufen-Modell skizziert, das aufzeigt, welche Schritte man tun muss, damit Inklusion im Sportbereich gelingen kann. Also beispielsweise in Stufe 1, ein Mensch mit Behinderung möchte gerne an einer Sportaktivität teilnehmen, er braucht aber Unterstützung und bekommt diese Unterstützung von außen, zum Beispiel wenn er Transport oder Training etc. und das übernimmt in der Regel beispielsweise eine Behindertenorganisation. In der Stufe 5 ist er oder sie schon aktives Mitglied in diesem Verein, wie alle anderen Mitglieder auch, zum Beispiel in einem Fußballclub, in einem Volleyballverein oder in einer Nordic Walking Gruppe. Und wenn er Unterstützung benötigt, dann wird diese Unterstützung von den Mitgliedern des Vereins sichergestellt. Beispielsweise, er braucht eine Fahrtgemeinschaft, weil er alleine noch nicht zum Training fahren kann und dann nimmt ihm jemand mit und so ist er voll inkludiert in dem Verein. Jetzt haben wir ein bisschen von den Eckdaten gehört und wenn wir uns jetzt ein bisschen die Statistiken dazu anschauen aus den ersten 3 Projektjahren, in welchen Dimensionen hat sich das so in etwa abgespielt? Also das Projekt finde ich, hat sich aus meiner Sicht sehr gut entwickelt. Also wir haben insgesamt über 340 Personen über das Projekt Move on to Inclusion mit Sportvereinen in Kontakt gebracht und vermittelt, haben über 80 Sportvereine als Kooperationspartner und ja, ich würde sagen, das sind Kennzahlen, die wir sehen lassen können. Ja, jetzt haben wir uns sozusagen den Wurzeln dieses Projekts gewidmet.
Aus dem heraus ist nun diese neue Schiene der Sport- und Veranstaltungsmanagement MOI entstanden. Was steckt nun eigentlich hinter diesem neuen Ansatz? Ja, also wir haben im Rahmen von Move on to Inclusion gesehen, dass Menschen mit Behinderungen nicht nur gerne aktiv Sport betreiben, sondern dass sie auch mit Leidenschaft Tätigkeiten rund um den Sport erledigen. Das war der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, wir haben erkannt, dass viele Veranstalter jede Unterstützung, die sie nur bekommen können, dankbar annehmen, weil in vielen Fällen oder in den meisten Fällen sind das Freiwillige oder das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und so haben sich Special Olympics Österreich und Lebenshilfe und Soziale Dienste GmbH zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, wie könnten wir denn hier ein tolles Angebot schaffen? Und in weiterer Folge sind dann auch noch die Sportdachverbände mit aufgesprungen auf das Projekt. Und so ist es zu der Idee MOI Sport- und Veranstaltungsmanagement gekommen. Warum hat es jetzt für eine inklusivere Sportlandschaft genau diesen Projektansatz noch gebraucht? Also ich finde, das wäre einfach der nächste Schritt in der Entwicklung von Move on to Inclusion, also von MOI, weil es ist so, dass man muss einfach Präsenz zeigen. Wir in dem Rahmen, also wenn wir das Projekt durchgeführt haben, haben wir herausgefunden, man muss einfach präsent sein, man muss mit den Personen miteinander interagieren und ins Gespräch kommen. Und das funktioniert am leichtesten bei einer Sportveranstaltung. Und wie du schon erwähnt hast, es gibt ganz, ganz viele Sportler, die was Interesse daran haben, dass sie auch ins Management einsteigen. Und ich finde das einfach ein wichtiger Teil und ist einfach eine Bereicherung der Sportlandschaft in Österreich. Und wenn man sich jetzt konkret den Aufgaben der Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer widmet, wie sieht so der Projektablauf aus Sicht der Teilnehmerinnen aus? Das Spannende ist, in dem Projekt werden Menschen mit Behinderungen zu Inklusionsmanagerinnen ausgebildet, was ja an und für sich schon sehr schön ist. Ein Mensch mit Behinderung wird Manager oder Managerin. Die bekommen dort eine fundierte Ausbildung. Sie lernen sozusagen in der Arbeit, was es braucht, damit Veranstalter die Unterstützung, die sie benötigen, auch bekommen. Und das Ganze aber mit dem Fokus, dass diese Veranstaltungen auch inklusiv ausgerichtet sein sollen. Also beispielsweise, damit man sich das gut vorstellen kann, sind dort Tätigkeiten wie die Erarbeitung eines Leitsystems für Veranstaltungen oder die Definition von Ablaufprozessen während einer Veranstaltung. Man stellt Informationsmaterial zusammen und schickt es aus. Oder das gesamte Teilnehmerinnenmanagement fällt auch darunter. Anmeldung vor der Veranstaltung, Registrierung während der Veranstaltung. Wir können aber auch Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Fotodokumentation von so einem Event oder, wenn es gewünscht ist, auch die Evaluierung machen, wie dieses Sportevent angekommen ist bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und jetzt die abschließende Frage an dich noch. Warum macht Special Olympics Österreich als Kooperationspartner hier mit? Welchen Benefit erhofft man sich? Also danke für die Frage. Also Special Olympics Österreich sieht sich als Vertreter für Menschen mit einer Beeinträchtigung zum Thema Sport und Bewegung. Und das ist einfach ein wichtiger Teil, wenn man zum Sporteln gehört, das Organisieren vom Sport auch dazu. Und das ist aus meiner Sicht einfach der nächste Schritt. Und dafür ist Special Olympics der Partner von der Lebenshilfe, weil ich das einfach wichtig finde, einfach zum Aufzeigen, dass man sowas in den Arbeitsalltag auch einbringen kann. Und mir wäre es natürlich am liebsten, wenn das Projekt jetzt voll einschießt. Und wenn die Idee von diesem Projekt über ganz Österreich schwappt und irgendwann in jedem Bundesland so eine Gruppe aufgebaut wird. Danke. Ja. Dankeschön. So, thanks Martin and Thomas for sharing this concept idea. I think it's a great idea. Hopefully a lot of other organizations like the Lebenshilfe will follow up this idea and give people with ID the chance to work as sport event manager. So, and now the last presentation will be an innovation with the name Speechless Inclusive. There Florian Kohlberger-Hack will show how his communication tools give technical support for Special Olympics athletes at international events.
unter anderem spontan und einfach stattfinden kann. Ich entwickle Unterlagen für den sogenannten Anybook Reader. Ich entwickle in Eigenregie Möglichkeiten, dass Kommunikation spontan und einfach stattfinden kann. Meine Unterlagen sind bzw. entstehen für alle Bereiche des Lebens, das sei Freizeit, Sport, Wohnen, aber auch von Abfragen von pflegerelevanten Bereichen des Lebens. Welche Sprache die Menschen sprechen oder auch welche Behinderung sie haben, spielen eigentlich keine Rolle. Die Kooperation mit Special Olympics kam dadurch zustande, dass bei sportlichen Events im Ausland die sprachliche Barriere enorm war. Nicht nur, weil Menschen mit Behinderung oft nicht die Möglichkeit hatten, im schulischen Setting eine andere Sprache zu lernen, sondern auch, weil sportliche Begleiter oder Betreuer aus anderen Ländern aufgrund der dort herrschenden Bildungsmöglichkeiten auch keine Zweitsprache gelernt haben. Meine Unterlagen werden unter anderem in Schulen, aber auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe eingesetzt. Special Olympics fuhr letztes Jahr zu den International Games in Schweden mit meinen Unterlagen hin, die ich zusammen mit Thomas Gruber entwickelt habe. Das Schöne war dort, dass es A zur Kommunikation eingesetzt wurde, B aber auch die Teilnehmer am Abend mit den Begleitern zusammengesessen sind und dort Wörter in Schwedisch oder Arabisch gelernt haben. Was mich besonders ehrt, ist, dass dieser Stift bei einem Ausschuss der Special Olympics, wo ausschließlich Menschen mit Behinderung teilnehmen, einstimmig angenommen wurde. Sowohl als Kommunikationsmittel als auch als Möglichkeit, einfach auch Sprache zu lernen. Durch diesen Beschluss und auch unsere Vernetzungstätigkeit mit Hilfe von Thomas Gruber ist es möglich geworden, dass dieser Stift vielleicht bei den Special Olympic World Games in Deutschland eingesetzt wird. Das heißt, alle Teams können miteinander kommunizieren, können sich austauschen, können Fragen stellen und können echte Kommunikation schaffen. Die Ideen und die Einsatzmöglichkeiten für meine Unterlagen sind eigentlich nicht begrenzt. Wichtig und gut wäre es jetzt für mein Projekt, Partner zu finden, die dieses Vorhaben unterstützen, Leistungen in Form von grafischen Möglichkeiten, Druckmöglichkeiten, aber auch finanziellen Möglichkeiten einzubringen. Thank you and goodbye. Danke und auf Wiedersehen. Annyeonghaseyo. Adieu, bisous, Guillaume. شكرا لك وعلى اللقاء. So, thanks Florian for your presentation. I really like your tools to give people with different languages the chance to communicate on an easy and innovative way. The communication for athletes is always a big issue when we travel around the world, and now they have a tool to get active. Thanks Florian for your support. So now the time is over. Thanks to the Zero Conference for the invitation and this great platform. Thanks to the speakers to share your knowledge with us. Thanks to the audience for your interest at this topic. Thanks to you to be part of the session Special Olympics Through the Ages. So see you next year at the Zero Conference. Goodbye.